Europapolitik, wir haben das Verhältnis mit der Union zu regeln, dann der Schweizer Franken, der uns fordert, will alles tun, damit das Land industrialisiert bleibt. Und dann ist auch ganz wesentlich, dass wir die Beschäftigung hochhalten können. Ein Motto heißt, gemeinsam für Jobs und das Land. Gibt es ein Motto? Das Land ist müde vom Fehlerstreiten, müde von all dem bitteren Leid. Doch wenn wir nach Glocken läuten, spürst du Frieden, spürst du Freude. Danke. Danke vielmals. Da muss ich lange dauern zur Feier des Tages. Tambour beginnt Spielwechsel. Tambour, vorwärts! Marsch! Bestimmen.
seine grosse Kompetenz und seine Glaubwürdigkeit und auch seine ausgesprochene Menschlichkeit habe ich seit Jahrzehnten erleben können und mit euch beeindruckt immer gesehen. Von Herzen gratuliere ich im Namen von euch allen unseren neuen Bundespräsidenten und wünsche ihm für die grosse und verantwortungsvolle Aufgabe viel Gutes, viel Kraft und Durchhaltewillen. Wir leben in einem wunderschönen Land mit ausgezeichneten Perspektiven, Grund genug, dass immer wieder feige und kompetente Persönlichkeiten sich um das Geschick von diesem Land kümmern. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, lieber Thomas, liebe Langenthalerinnen und Langenthaler, liebe Oberaargauerinnen und Oberaargauer, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, liebe Gäste, ich freue mich, hier daheim zu sein. Ich freue mich, endlich hier angekommen zu sein. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mich heute oben empfangen. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie in die Meriengasse gekommen sind, obschon es frisch ist, aber es regnet immerhin. Das letzte Mal, wo wir hier zusammen gefeiert haben, meine lieben Langenthalerinnen und Langenthaler, das war vor 5 Jahren, es war ein warmer Herbst oben. Und heute können die böse Zunge behaupten, es weht immer Rauchenwind um die Ohren. Und es ist ab und zu nicht ganz einfach, das würde ich ganz offen gestehen. Und ich danke euch sehr herzlich, dass ihr nach 5 Jahren noch kommt. Und es tut gut, euch zu sehen in dieser grossen Schar zu sehen und zu spüren, dass man die Unterstützung nach wie vor hat. Nochmals herzlich Dankeschön. Ich habe der Stadt Langenthal sehr viel zu verdanken. Ich habe der Stadt zu danken als Bildungsminister. Als Bub aus dem Emmental konnte ich hier meine Schule machen, konnte hier das Gymnasium machen und habe hier auf diese Art Basis bekommen für meinen Bildungsweg. Als Wirtschaftsminister freue ich mich heute oben wieder dürfen, daheim zu sein. Als Wirtschaftsminister natürlich darum, weil ich viele, viele Jahre hier als Unternehmer konnte aktiv sein. Und hier können alle Höchsten und alle Tiefs mitmachen von unserem Land und von unserer Wirtschaft und von unserer Industrie. Und immer darauf ausgegangen bin, dass wir die Arbeitsplätze hier möglichst sicherstellen können. In guter Zeit ist das einfacher, in schwieriger Zeit ist es natürlich anders. Da hat nichts geändert. Aber ich bin froh, hier können wir stehen und hier können wir stehen, als jemand, der die Chance hatte, an dieser Stadt mitzubauen. Im wahrsten Sinn des Wortes mit den Maschinen und den Anlagen aus dem Haus an. Ich schätze mich glücklich, heute oben hier zu stehen als Vater, der weiss, dass seine Familie hier nach wie vor ansässig ist oder wieder ansässig geworden ist und der weiss, dass die Jungen hier genauso verwurzelt sind, wie wir das gewesen sind. Ich habe mich schon entschuldigt bei denen, die uns die Sonne in Nebel geführt haben. Liebe Langenthalerinnen und Langenthaler, ich bin begleitet von einem ganzen Tross von politischen Freunden. Es gibt nur politische Freunde. Von Unternehmerkreisen aus dem ganzen Land. Es freut mich außerordentlich, dass sie mit in die Oberaargau gekommen sind. Und sie sind sicher in die Oberaargau gekommen, weil sie endlich begriffen haben, dass Langenthal als Oberaargauer Metropole zum Kanton Bern gehört und nicht zum Kanton Aargau. Und sie sind mitgekommen, weil sie verstehen wollten, dass der Kanton Bern nicht am Tunnel von Burtler respektive der Autobahnausfahrt von Kimberg fertig ist. Der Oberaargau und auch Langenthal, die haben viel zu bieten. Für die, die es interessiert, ich nehme euch gerne mit am Morgen auf einen Waldspaziergang oder auf einen
Wassermatten-Spaziergang. Das sind ganz berühmte Ecken hier in diesem Landesteil. Wunderschöne Ecken. Sie sind herzlich eingeladen, mit mir den Spaziergang zu machen. Wenn man Langenthal sagt, dann kommt man nicht umhin, SCL zu sagen. Wenn man ursprünglich von Langnau kommt, ist das eine schwierige Übung. Aber der SCL ist mir ans Herz gewachsen, auch dieser SCL hier. Und bin natürlich stolz zu wissen, dass der SCL im Moment an der Tabellenspitze ist. Und wenn es an der Tabellenspitze ist von der Nazi B, ist man vom besten Weg, sich darum zu bewerben, in die Nazi A zu kommen. Unsere Stadt war ganz wesentlich beteiligt in den frühen 1900er Jahren, wo die Eidgenossenschaft neu definiert wurde und neu ist gestaltet wurde. 1822 hat hier in Langenthal, an dem Ecke, wo wir jetzt sind, das Offiziersfest auch stattgefunden. Dann war der Milizgedanke im Zentrum, der Milizgedanke und die Wertegemeinschaft durchgesetzt worden. 4 Jahre später war der Pestalozzi hier, hat seine berühmte Langenthaler-Rede gehalten und hat dann den Gemeinsinn gefordert und hat dann Vaterlandsliebe gefordert. Und 9-5 Jahre später hat der liberale Langenthaler Apotheker Friedrich Denner den Schweizerischen Schutzverein für politischen Fortschritt gegründet. Ein Langenthaler hat den Schweizerischen Schutzverein für politischen Fortschritt gegründet. Also wir haben schon dann den Liberalismus erstens wollen und zweitens müssen verteilen. Und es ist nicht ganz Zufall, wenn ich das vom Vorgänger dann gesagt habe, dass für das erste halbe Jahr 2016 zwei Langenthaler Liberale an der Spitze stehen, an der Spitze von der Berner Kantonsregierung, einerseits der Hans-Jörg Kässer und an der Spitze von der Bundesregierung meine Wenigkeit. Wenn ich die drei Langenthaler Elemente, die zur Bundesverfassung beigetragen haben, erwähnt habe, dann legen die alle drei das Gewicht auf das Gemeinsame, auf das Verbindende. Und das ist für mich heute und für das nächste Jahr die wesentlichste Leitstelle. Ich habe mir das Motto gegeben für das Präsidialjahr, das heisst «Gemeinsam für die Jobs und für das Land». Und damit bin ich dort, wo ich vorhin schon einmal war. Es ist mir entscheidend wichtig, dass wir in diesem Land alles tun, für die Beschäftigung maximal hoch zu halten, für die Arbeitslosigkeit maximal tief zu halten. Und wenn es uns gelingt, möglichst allen eine Perspektive zu geben, einen Job und damit eine Unabhängigkeit, gelingt es auch, dass wir Vorsorgeeinrichtungen erhalten können. Und dann gelingt es auch, dass wir das Land sicher behalten können. Und Sicherheit ist ein wichtiges Glück. Das haben wir insbesondere in den letzten Tagen, in den letzten Wochen mit den Dramen, zum Beispiel in Paris, mehr als können wir zur Kenntnis nehmen. Ihr, liebe Langenthalerinnen und Langenthaler, ihr dürft mich unterstützen mit Ihrer Politik. Neulich ganz herzlichen Dank. Wir bleiben dran. Wir sind gut ausgebildet. Wir sind gut beschäftigt. Man muss etwas tun dafür. Das Bildungssystem und der Bildungsminister helfen vorantreiben. Die direkte Demokratie ist ein ganz hohes Gut, die wir miteinander auch in Zukunft tragen. Und eben auch humanitäre Tradition, die wir auch nicht gering schätzen dürfen. Und dass sie ganze Völkerstämme auf Wanderschaft und suchen bessere Umgebungen. Und unser Land muss mindestens so weit offen sein, dass wir denen, die an Leib und Leben gefährdet sind, können unter die Arme greifen. Wenn man als Langenthaler im Auftrag von der Eidgenossenschaft in die Internationalität kommt, dann wird man beneden. Dann wird man beneden um die hohe Beschäftigung, dann wird man beneden um die Offenheit von der Gesellschaft. Und dann tut man sich bewerben und fragt, ob man darf in die Schweiz einen Besuch machen, ob man darf auf Bern einen Besuch machen, um besser zu verstehen, was die Schweizer so aussergewöhnlich machen tut.
Und bei jeder von meiner Reisen bringe ich unser Erfolgsrezept mit, nicht im Sinn von angeben, nicht im Sinn von wir belehren, sondern im Sinn von wir einen Beitrag leisten, dass andere auch zum Beispiel in eine Dualität hineinfinden, wenn wir vom Berufsbildungssystem reden, wo Praxis aus der Unternehmung kommt und Theorie aus der Schule und das am gleichen Tag und das während der Woche mehrfach. Das gibt es nie auf der Welt. Und das prägt, und das ist die Schlussbemerkung, das prägt ist Basis, für dass es weiterhin gut geht. Ich wünsche der Stadt Langenthal noch das Allerbeste. Ich bin ein stolzer Bürger von Langenthal. Freue mich riesig, heute oben hier dürfen zu sein. Ich gehe morgen in eurem Auftrag wieder ans Werk. Ich wünsche dem Kanton nur das Allerbeste. Und selbstverständlich geben wir mit vereintesten Kräften alles für das Ländli weiterzubringen, für das Ländli können so gut organisiert zu behalten, wie es ist. Und so erfolgreich können in Zukunft zu führen, wie wir es herkömmlich gemacht haben. Der letzte Dank gilt meiner Vorgängerin, der Frau Bundespräsidentin Sommaruga. Ich bekomme grosse Schuhe, die ich darf anlegen darf. Und ich habe schon eines gesagt, ich übernehme den Stab von der Simonetta mit allergrößtem Respekt. Aber auch mit Stolz und mit Begeisterung. Und in diesem Sinn über wir jetzt weiterführen. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Ich darf da. Schulter. Square. Herr Bundespräsident, ich melde die Reformation zur Inspektion. Das ist für A. Tambore, Fahnenmarsch, vorwärts, Marsch.
Öffne, Pfand, schließ, Pfand, Torlago, Square. Patron, lauf! Fang! Zu reden, zu gratulieren, zu jubilieren, zu lachen, zu essen und zu trinken. Was wollen wir denn noch mehr? Und warum? Das hat es ja noch gar nie gegeben. Langenthal hat der Bundespräsident. Ein ganzes Jahr lang ist er der Höchste im höchsten Gremium. Und er kommt von hier, also ursprünglich kommt er von Affoltern im Emmental, aber etwa seit 16 kommt er eben von Langenthal vor Dorfgasse. Er ist einer von uns. Und heute wollen wir ihn feiern, der Bundespräsident Johann Niklaus Schneider am Mann. Und das gehört zu jeder Feier. Musik. Zu einer speziellen Feier gehört natürlich spezielle Musik. Und ihr habt es schon gehört. In ihrem Rabattli wachsen eigene Töne. Seltene und selten schöne. Der Thomas Eschbacher, der Jürg Nietelsbach, Simon Dettwiller und als Gäste Andi Gabriel und der David Merki. Und sie heissen so und sie schauen gut zu ihm und sie sind die Pflanzplätze. Thank you.
Und wer wüsste besser, ob und wie die Ehe vom Bundespräsident auf seine Heimat abfährt, als der Präsident von hier, von der Stadt, der Stadtpräsident, der Thomas Rovener. Werte Gäste, sehr geehrter Bundespräsident, lieber Hannes, gerne heiße ich Sie herzlich im Namen der ganzen Bevölkerung von Langenthal hier willkommen, hier im Zentrum des bernischen Oberaargaus. Chapeau, Herr Bundespräsident, Ihnen zu Ehren können wir heute feiern. Es ist mir eine große Freude, Sie in unserer Mitte begrüßen zu können. Wir gratulieren Ihnen von Herzen zur überzeugenden Wahl in dieses ehrenvolle und mit höchsten Ansprüchen verbundene Amt. Ich freue mich außerordentlich, weitere Persönlichkeiten zu begrüßen. Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, ich begrüße Sie als noch amtierende Bundespräsidentin. Ihre Anwesenheit freut und ehrt uns gleichermaßen. Wie auch die der neuen Präsidentin des Nationalrates, Frau Christa Markwalder, Sie kommen aus dem in der Nähe gelegenen Burgdorf. Einen besonderen Willkommensgruß richte ich an die nach Langenthal gekommenen ehemaligen Mitglieder des Bundesrates, Frau Ruth Metzler und Herr Adolf Ogi. Weiter begrüßt sei der Regierungspräsident des Kantons Bern, Herr Hans-Jörg Käser. Er ist ein Einheimischer, das freut uns ganz besonders. Ein herzliches Willkommen geht an Sie, meine Damen und Herren, National- und Ständeräte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil national et des États. Benvenuto ai Consigli nazionale degli Stati. Ich danke Ihnen für die klare und deutliche Wahl, eine sehr gute Wahl, meine ich. Die Anwesenheit von Herrn Korpskommandant Aldo Schellenberg, Kommandant der Schweizer Luftwaffe, ehrt uns, wie auch die der Exzellenzen, die alle Vertreterinnen und Vertreter aus eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden und der Gerichtsbarkeit. Ich begrüße Frau Stadtratspräsidentin von Langenthal, Frau Helene Morgenthaler. Natürlich einen herzlichen Gruß an Familie Schneider-Ammann und Herr Bundespräsident, lieber Hannes, sind wir doch stolz, einen Bundespräsidenten als seinen Bürger, seinen Ehrenbürger zu wissen. Da haben Sie sicher Verständnis, das ist für uns Langenthalerinnen und Langenthaler natürlich etwas ganz Besonderes. Und dass gleichzeitig auch noch der aktuelle Regierungspräsident vom Kanton Bern ein Langenthaler ist, damit die höchsten Exekutivämter des Bundes, wie auch des Kantons Bern, von hier aus besetzt sind, das denke ich, das ist schweizweit so einmalig wie einzigartig. Das soll uns zuerst jemand nachmachen. Nous vivons un moment historique. C'est la première fois qu'une personnalité de Langenthal a été choisie comme président de la Confédération. Johann-Nicolas Schneider-Ammann war ein erfahrener Unternehmer, als er 2010 in den Bundesrat gewählt wurde. Er überzeugte mit Konsequenz
war schnörkellos und verfügte über einen beeindruckenden Leistungsausweis. Er hat mehrfach bewiesen, was es heißt, Unternehmungen erfolgreich zu führen, weiterzuentwickeln und gleichzeitig auch in aller Sozialpartnerschaft zu handeln. Langenthal und der ganze Werkplatz unseres Landes ist ihm zu großem Dank verpflichtet, als Unternehmer und mit Bezug auf die letzten 5 Jahre als Bundesrat für unsere doch so erfolgreiche Schweiz. Wie vieles im Leben hat er die Wahl in den Bundesrat und hat jetzt die Ernennung zum Bundespräsidenten für uns zwei Seiten. Wir sind natürlich begeistert, mit Johann Niklaus Schneider-Ammann den Bundespräsidenten unseres Landes in 2016 in unserer Mitte zu haben. Seit er im Bundesrat ist, bekommen wir ihn allerdings leider kaum mehr zu Gesicht. Verständlicherweise ist er doch dauernd dem anspruchsvollen Programm in Bern verpflichtet. Damit nicht genug, meine Damen und Herren. Als er im Jahr 2010 in den Bundesrat gewählt wurde, haben wir Oberaargauerinnen und Oberaargauer zwar einen Bundesrat gewonnen, gleichzeitig aber unsere Vertretung im eidgenössischen Parlament verloren. Es war zwar nicht ganz da, aber Johann Niklaus Schneider-Ammann wurde quasi wegbefördert und eine weitere amtierende Nationalrätin, Gaunadin, ist aus dem Oberaargau weggezogen. Auch die Wahlen im vergangenen Herbst haben den relativ kleinen Wahlkreis Oberaargau leider zu keinem Sitz mehr verholfen. Umso mehr sind wir natürlich stolz, auf der Ebene der Exekutivpräsidium klar und unmissverständlich zu punkten und gewissermaßen den Ausgleich geschafft zu haben. Unseren Bundespräsidenten sehen wir als überzeugenden Botschafter einer weltoffenen und wirtschaftsgebundenen Region. Er möge in seinem Präsidialjahr unseren Geist weiter verbreiten. Dank ihm ist uns eine weitere Chance offenbart, Sie hören das nicht zum ersten und zum letzten Mal wahrscheinlich heute, der Schweiz deutlich zu erklären, dass der Oberaargau eben im Kanton Bern liegt. Langenthal befindet sich in der Nähe von Burgdorf, der Heimatstadt von Nationalratspräsidenten Christa Markhalter. Ich denke, unsere beiden Städte bilden ein starkes Team. Wir haben für unsere gemeinsamen Interessen hart zu kämpfen. Das hält uns agil und fit. Ich danke Johann Niklaus Schneider-Ammann im Namen der Stadt Langenthal und der Region Oberaargau, im Namen von Ihnen allen, für sein großes Engagement zugunsten der Öffentlichkeit und wünsche ihm für die äußerst anspruchsvolle Aufgabe als Bundespräsident alles Gute. Herzlichen Dank. Dass das eine große Ehre ist, das genießen wir heute Abend. Wir ziehen jetzt tief hinein, wie das Lümmel so sagen. Aber die Frage ist ja, was bleibt denn von dieser Ehe? Was bringt das? Ist man schneller zu Bern, am richtigen Ort, wo man etwas muss durchbringen muss? Was profitiert die Stadt Langenthal und du als Präsident? Praktisch. Also gut, praktisch profitieren wir natürlich schon am heutigen Tag. Schaugänisch, wer auf Langenthal kommt, wenn wir den Bundespräsidenten feiern können. Ich denke, das ist schon eine riesige Botschaft an die Schweiz. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich kann mich erinnern, als ich Ende 80er, Anfang 90er Jahre bei Fernsehkorrespondenten war, wo Langenthal dazugehört hat, da haben sie mit Zürich geschickt, du mach etwas mit dem Durchschnitt. Weißt du? Und dann haben wir so viele Rechtsextreme da, oder? Das ist ja Brutstätt. Und es hat mir dünkt, ein kleines Vorurteil. Ich habe einen Haufen andere Berichte auch noch machen über Popla und ganze Haufen Sachen, die zu Langenthal eben geschaffen worden sind. Was haben wir heute für ein Image in 4900? Ein gutes Image ist, wenn ich auf Mundart wechsle, ganz anders. Selbstverständlich. Wir haben einen Bundespräsident, wir haben einen Regierungspräsident gleichzeitig. Ich habe das als amtierender Stadtpräsident auch gleichzeitig zweimal geniessen. Ich habe nämlich schon bereits bei der Bundesratswahl vor 5 Jahren die 4 können mitmachen können. Sie haben mich schon angefragt vom Guinness Buch für alle Rekorde, für einen Eintrag können zu machen und soll es erst jemand nachher machen. Ja, das wird wahrscheinlich mindestens 1000 Jahre haben. Ja, schauen wir, ob wir dann noch dabei sind. Vielleicht nicht mehr. Die Frage ist ja, wen willst du nach Langenthal bringen? Also es sind relativ wenige Asiaten, die mit dem Fotoapparat Nebelbilder machen, jetzt Bern, da gibt es auch keine Nebel mehr. Meistens
Aber wen möchte man gerne gerade mit so einem Anlass anlocken? Na gut, wir sind, wie ihr gehört habt, eine Region, die viele liberale Gedanken schon früher sind entwickelt worden. Wir sind eine Region, wo sehr viel Wirtschaft ansässig ist. Ich denke, wir bieten sehr viel für die Wirtschaft. Und wenn man einfach schon davon ausgeht, dass man so wie Nebel wie heute quasi das muss aufwiegen muss, das schöne Wetter, das man dann in Bern oder noch weiter oben geniessen kann, dann braucht das eine besondere Leistung. Und da sind wir täglich dran. Und ich denke, wir können gleichziehen mit diesen sonnigen Gebieten. Aber wir müssen sehr viel machen. Wir haben kein Matterhorn zu bieten. Aber es ist ganz ein Haufen Sachen. Ich bin sehr gerne hier in Langenthal aufgewachsen und habe profitiert, dass alles innerhalb von 10 Velominuten erreichbar ist mit einer hervorragenden Infrastruktur. Das vielleicht als kleiner Hinweis für alle Langenthaler, die den auswärtigen Gästen so etwas erzählen können, dass die wirklich heimgehen und dann merken, hey, da haben wir ja noch ein bisschen Land im Oberaargau, wo auch zu Bern gehört und noch sehr viel Gutes passiert. In diesem Sinn, weiterhin angeregte Gespräche und ein schönes Fest. Der Hauptgang kommt sofort. Heute ist sonniges Wetter, heute ist locker und zufrieden drauf. Wir begrüßen Philipp Müller. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Hannes, geschätzte Gäste. Die FDP ist stolz, im kommenden Jahr mit Hannes Schneider einmal den Bundespräsidenten stellen zu dürfen. Lieber Hannes, dazu gratuliere ich dir herzlich. Die Schweiz steht bekanntlich vor großen Herausforderungen. Arbeitsplätze drohen verloren zu gehen, die Wirtschaft läuft nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Unser attraktiver Wirtschaftsstandort verliert zunehmend seine Attraktivität. Und die bilateralen Beziehungen zur Europäischen Union, der für die Schweiz als Exportnation wichtigste Pfeiler, sind höchst gefährdet. Die Situation ist nicht hoffnungslos, aber ernst. Ich habe das vollste Vertrauen in dich, Hannes, dass du alles daran setzen wirst, unser Land in die richtige Richtung zu steuern. Du bist reich an unternehmerischer Erfahrung, die du wohl überlegt und zur richtigen Zeit einzusetzen weißt. Du weißt, was es bedeutet, zwischen zwei Seiten zu verhandeln. Die Sozialpartnerschaft ist dir sehr wichtig und wohl auch eines der Erfolgsrezepte dieses Landes. Und du weißt, wie Auswege aus schwierigen Situationen gefunden werden. Genau diese Fähigkeiten sind nun gefragt. Du weißt aber auch, dass es das Milizsystem ist, welches unserem Land den Wohlstand gebracht hat, von dem wir heute alle profitieren. Du verkörperst dieses Milizsystem wie nur wenige andere. Du bist Unternehmer, Politiker und Bürger dieses Landes. Du weißt, auf was es ankommt, wo der Schuh drückt, aber auch, wie man Lösungen findet. Du bist ein Macher. Lieber krempelst du die Ärmel hoch und packst an, statt jedem Mikrofon nachzurennen und im Rampenlicht zu stehen. Das ist dein Motto. Und genau das brauchen wir im kommenden Jahr. Meine Damen und Herren, mit Johann Schneider-Ammann haben wir einen Bundespräsidenten, der in Herausforderungen nicht Probleme, sondern Chancen sieht. Einen Mann, der einen unerschütterlichen Glauben in die Fähigkeiten und Leistungen der Menschen in diesem Land hat. Jemand, der den größten Respekt vor unseren Institutionen hat und der überzeugt ist, dass unser Land das Rüstzeug hat, alle anstehenden Herausforderungen zu meistern. Mit Johann Schneider-Ammann haben wir einen Macher, der den Mut hat, selbst im Gegenwind, im harten Gegenwind, die Vernunft walten zu lassen. Und auch den Mut hat, heute hinzustehen und zu sagen, es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen und das sind Chancen. Oder wie wir es in der FDP schon seit einiger Zeit uns auf die Fahne geschrieben haben, was Hannes Schneider täglich tut. Wir kennen nicht mehr den Konjunktiv, bei uns gibt es nur noch den Imperativ und den Indikativ.
Genau für das steht unser Bundespräsident. Herzlichen Dank, lieber Hannes, für alles, was du schon getan hast und was du tun wirst. Herzlichen Dank. Philipp Müller, Weihnachten am 17. Dezember, Nationalratspräsidentin FDP, der Bundespräsident FDP, der Regierungspräsident Kanton Bern FDP. Schon unglaublich. Jetzt haben Sie noch etwas vergessen. Der Ständeratspräsident ist auch noch FDP. Und der neue Armbau Ständerat ist auch noch FDP. Er ist auch noch FDP. Ja, das freut mich, glaube ich. Vor einem Jahr, wenn man das vor einem Jahr in einem Wettbüro gesehen hat, ich glaube, da hat man nicht gross auf einen solchen Erfolg gesetzt. Ja, sagen Sie mal vor 2 Jahren. Aber es ist natürlich jetzt schon einige Jahre, da hat schon mein Vorgänger, Fulio Beil, der in die Saudage gezogen, hat das schon aufgeleistet, der Weg zum Erfolg. Das geht ja nicht einfach so von heute auf morgen. Es ist vor allem so, der Erfolg hat viele Väter und Mütter. Da zählt auch Gabi Huber, der auch unter uns ist dazu. Fulio Beil und Partei positioniert hat. Eigentlich konnte ich nur noch das umsetzen, was sie mir vorgegeben haben. Aber der hat ja doch einen sehr hemdsärmeligen Stil jetzt seit 2012, was man recht ist. April 12, ja. Jawohl. Und hat in dem Sinn schon einen neuen Ton in die FDP hineingebracht. Ja, den Ton haben wir vielleicht am Anfang nicht alle gefunden. Mittlerweile haben sie es gut gefunden. Mittlerweile haben sie es ein bisschen gewöhnt. Ja, das ist und jetzt heisst es einfach Erfolg gehabt, hinterher liegen und zurücktreten. Ja, selbstverständlich, das werden noch. Jetzt ist es recht, ist natürlich jetzt Motivation da. Wir haben jetzt wirklich Erfolg gehabt, nationale, Haufen kantonale Wahlen. Wir haben seit dem Herbst 2014 jede Wahl gewonnen, in den Kantonen, in den Gemeinden. Und jetzt haben wir national, Ständerat, Nationalrat. Jetzt sind wir richtig im Schuss und ich bin überzeugt, dass jetzt in der ersten Legislatur, die jetzt schon angefangen hat, wo schon die erste Session jetzt vorbei ist, dass das für uns eine Legislatur wird geben, wo wir aus dem Wahllauf raus, wo wir jetzt haben, so wenig Abschnitte, dass der noch einmal mehr rauskommt. Ich glaube, bevor wir euch den Schlussapplaus geben für alles, was ihr in diesen 3 Jahren, vor allem jetzt in diesem Wahljahr, geleistet habt, noch schnell eine Geografiefrage. Ihr habt schon gewusst, dass der Oberaargau nicht zu euch gehört? Ich bin nicht sicher. Gut, also ist auf jeden Fall sehr nahe. Von dem her? Postleitzahl weiss ich auch, das ist 4900, aber ja. Die kenne ich schon sehr lange. Aber 4900 ist eben Bern und nicht Aargau, wie Zofingen, der 4800 hat. Das ist auch keiner. Mehr 100, mehr. Gut, herzlichen Dank, Herr Gabriel. Gratuliere. So eine 4 wie heute, die lebt ja nicht nochmal von Leckerbissen auf dem Teller, oder kommt, garantiert. Nein, da wollen alle Sinne, wollen etwas, was es sonst eben nur im Sonntag gibt. Und was jetzt kommt, das ist Musik vom Feinsten, liebe Gäste. Das ist ein Quartett, das euch Musik bringt, von junger Hand auf alten Instrumenten gespielt. Alexander Gillmann zum Beispiel ist der Leader von diesem Ensemble. Der spielt auf einer Geige, die 220-jährig ist. Also es ist jetzt nicht ganz von Anfang an mit diesem Instrument dabei gewesen. Aber immerhin, er hat gelernt, mit dem umzugehen. Das Ensemble heisst Young Soloists, eine hochprofessionelle Truppe von jungen Musikerinnen und Musikern als Streicher, Geige, Cello, Bratsche und so weiter. Und als junge Leute zwischen 12 und 23 Jahren. Ein fürstliches Orchester, unterstützt von der Liechtensteinischen Hausbank LGT, also durchaus so ein zarter Gruß aus dem Fürstenhaus, ins Bundeshaus, wenn man das so gut sehen und wir wollen. Sie spielen uns als erstes den 3. Satz aus den Jahreszeiten von Antonio Vivaldi und passend zu den warmen Temperaturen in den nebelfreien Gebieten das Thema Sommer. We'll be right back.
Thank you.
Bundespräsident, auch die geht langsam dem Ende entgegen. Nicht, dass so ein langer Tag für den Bundesrat eine Ausnahme wäre. Die gewöhnlichen Tage fangen gewöhnlich früher an und hören später auf. Aber Bundespräsident wird mir ja schliesslich nicht Alltag. Wie speziell, dass ihm das vorkommt, das sagt uns der Bundespräsident, der Johann Niklas Schneider-Ammann, jetzt gerade selber. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mögt ihr noch? Alle guten Dinge sind drei. Es ist jetzt meine dritte Rede, die Sie heute Nachmittag sich gefallen lassen müssen. Und ich weiß, dass es die neunte insgesamt ist am heutigen Tag. Ich versuche mich kurz zu halten. Und ich habe es eigentlich schon ganz gut umgesetzt, indem ich Sie mit Freunden und Gästen und liebe Freunde angesprochen habe und darauf verzichte, das Protokoll noch einmal zu bemühen. Sie wissen es alle, man wird nicht Bundesrat, um gefeiert zu werden. Aber ich verstehe heute Abend, im Besonderen in dieser Halle, in dieser Atmosphäre, dass gewisse Bundesräte zweimal Präsidentinnen werden wollen. Jetzt aber lang gegangen, da müsst ihr sehr gut schauen. Und ihr könnt mich dann in einem Jahr fragen, ob ich immer noch bei der Meinung bleibe, denn in ziemlich genau einem Jahr von jetzt werden wir die nächste Bundespräsidentin im Nachbarkanton feiern dürfen. Es gibt zwei Gründe, weshalb ich das Amt mit allergrößtem Respekt angehe. Zum einen ist es eine riesengroße Ehre, für die Schweiz der oberste Repräsentant sein zu dürfen. Und dann ist es natürlich eine riesengroße Verantwortung auch, und wir das heute schon mehrfach gesagt haben, die Herausforderungen, die werden nicht weniger, die Herausforderungen werden größer. Mesdames et Messieurs, j'ai déjà évoqué aujourd'hui les défis qui nous attendent au cours de l'année à venir. Permettez-moi de vous les répéter encore une fois très brièvement. Nous devons assurer l'avenir de la voie bilatérale en mettant en œuvre la volonté du peuple en réduisant l'immigration. Die Quadratur des Kreises heißt das auf Schweizerdeutsch. Le front fort l'a mis en évidence pour tous. Nous devons encore renforcer notre place économique pour assurer l'emploi. Des réformes courageuses sont aussi nécessaires dans le domaine de la prévoyance vieillesse et pour assurer un approvisionnement en énergie compétitif et durable. Ce sont des questions centrales pour notre avenir. Nous devons trouver des solutions pour gérer l'afflux des réfugiés qui pourraient aussi toucher notre pays en 2016. Il s'agit de trouver l'équilibre entre notre devoir humanitaire de protéger les innocents menacés dans leur intégrité corporelle et leur vie et les possibilités concrètes de notre pays. Depuis les attentats de Paris, c'est devenu évident pour tout le monde. La liberté et la sécurité ne sont pas garanties pour toujours, mais doivent être constamment défendues. Liebe Gäste, meine Ziele für das kommende Jahr sind keine spektakulären. Ich setze meine Arbeit fort. Ich setze als Bundesrat meine Arbeit fort, die ich als Unternehmer mir immer wieder vorgenommen hatte. Und ich nehme Sie ganz kurz auf drei Stationen mit dieses Lebensweges, den ich hinter mir habe. Die erste Station führt nach Affoltern im Emmental. Wer wie ich auf fast 900 Meter über Meer aufgewachsen ist, über den Nebel, liebe Christa Machwalder. Wer dort aufwuchs, der fragt nicht nach den Wurzeln, der hat sie. Und der hat auch die Wurzeln in der Gemeinschaft. Und das ist für mich dann nichts anderes als ganz bescheiden meine Schweizer Identität. Die will ich
nächstes Jahr bewahren. Und eines der Dossiers, was uns ganz besonders beschäftigen wird und herausfordern wird, wird das Dossier rund um unser Verhältnis mit der Europäischen Union sein. Die zweite Station in meinem Leben heißt Langenthal, meine zweite Heimat. Und weshalb Sie, wenn Sie wissen wollen, warum ich immer von Arbeitsplätzen und vom dualen Bildungssystem schwärme, der muss ganz einfach hierher kommen. Wir haben es hier geschafft, Schule, Unternehmerschaft, Lehrerschaft, alle miteinander, dieser Region die Werkplätze zu erhalten, die Werkplätze zu kreieren, die Beschäftigung sicherzustellen, der Region eine Perspektive zu geben und das Vorbild in die weite Welt mitgenommen, das muss Devise meiner nächstjährigen Politik sein und bleiben. Und dann bin ich bei der dritten Station Bern, da wo wir heute herkommen, da wo unsere Gäste herkommen. Bern ist wahrscheinlich auch meine Endstation auf meinem beruflichen Weg. Aber liebe Journalisten, dürft ihr euch nicht zu früh freuen. Ich überlege mir gut, wann ich dann wirklich gehen will. Und ich gehe das Mandat in Bundesbern, und das will ich noch einmal betonen, das gehe ich an mit der Überzeugung, dass es die Gemeinsamkeit braucht. Und dass diese Gemeinsamkeit mit dazu führen muss, dass wir beschäftigt sind und bleiben, dass wir die Jobs anbieten können und damit das Land stärken können. Ich komme schon zum Abschluss und damit zum Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Kanton, den Kantonsbehörden, bei der Stadt, den Stadtbehörden für die heutige Feier. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen vielen Weggefährten aus der Wirtschaft, die mir auch in meinem Bundesratsamt verbunden blieben. Ich bedanke mich herzlich bei meiner Partei, der FDP, die Liberalen. Lieber Kami Huber, du bist mein Architekt. Lieber Fulvio Pelli, Philipp Müller hat das auch schon gesagt, du hast die Spuren gelegt für unseren Erfolg. Und dann bin ich sofort bei Philipp Müller. Ich wurde heute von Journalisten gefragt, was, Herr Bundesrat, sagen Sie zum Abgang von Philipp Müller als Parteipräsident? Und ich sage Ihnen ganz offen, was ich den Journalisten gesagt habe. Ich habe den Journalisten gesagt, der Philipp Müller hat 4 Jahre lang gekrampft, Tag und Nacht für diese Partei, hat den Trend hingekriegt, in die richtige Richtung und darf jetzt einfach sagen, ich habe meinen Beitrag geleistet und die nächste Generation soll antreten. Dann bedanke ich mich herzlich bei Ignacio Cassis, der die Fraktion jetzt führt. Ich bedanke mich beim Generalsekretär, der heute mein Generalsekretär im Departement ist. Aber ich bedanke mich natürlich vor allem bei Sammy Lanz, dem jetzigen Generalsekretär, und bei seinem Team. Die machen eine riesige, eine äußerst engagierte, eine wirklich überzeugende Arbeit, die nicht genügend gewürdigt werden kann. Und dann, meine sehr verehrten Parlamentarierinnen und Parlamentarier, ich bedanke mich auf das Herzlichste für Ihr Vertrauen. Ich werde mich nach Kräften bemühen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Ein weiterer Dank geht an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Departementes, Amtsdirektoren, Direktorinnen, Staatssekretärinnen, Staatssekretär, Generalsekretär habe ich schon erwähnt. Aber dann denken wir bitte auch an die Vorzimmer, Damen, die mich von morgens früh bis abends spät unterstützen, an den Weiber, der hier neben mir steht, an meinen Fahrer, der noch nie in 5 Jahren sich einen Meter verfahren hat, an die beiden Mitarbeiter, persönlichen Mitarbeiter geht der Dank. Und last but not least, an meinen Kommunikationschef. Und Sie wissen, der hat den schwierigsten Job, den es in diesem Land gibt. Aber dann bedanke ich mich insbesondere auch bei meiner Familie, bei meiner Frau. Ohne dass sie, die Familie und meine Frau, sich vorbehaltlos hinter
mich stellen, würde ich das Amt schlicht und einfach nicht angenommen haben und auch nicht ausführen können. Ich bedanke mich auf das Allerherzlichste bei meiner Frau und bei meinen Kindern, die schon lange nicht mehr Kinder sind, aber die sich die Herausforderung der Führung der Firmen zugetraut haben. Ganz herzlichen Dank. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Restez s'il vous plaît. On va tout de suite servir le dessert. Et après, je vous souhaite une très bonne rentrée. Et demain, à 7h, ça continue. Merci beaucoup. Chers amis, le dessert ne vient pas encore, et d'abord il y a du travail à faire. Der Herr, der hinter mir steht, hat mir vorhin gerade etwas verraten, der Herr Kneubühl, und ich sagte, wisst ihr, das ist noch nicht einer von den längsten Tagen. Heute, das Fest, das jetzt da, doch hier oben rein dauert. Wir haben ja häufig Tage, da kommt er irgendwie morgen auf ein Heim von irgendeinem Auslandeinsatz und hat gerade irgendwie eine vierstündige Fraktionssitzung. Also die Programme, man stellt sich das vielleicht ein bisschen einfach vor, wenn man Bundesrat nur nach dem Auftritt in der Tagesschau beurteilt. Hannes, an so einem Tag, wo man eben ein bisschen vielleicht kann kompensieren und ein bisschen etwas an Genugtuung abholen, der Aufwand ist sehr gross. Ja, das ist so. Das weiss man aber natürlich auch, wenn man das Amt antritt. Das ist, 7 Tage, 24 Stunden Job. So lange wie man schlafen kann und so lange wie man nicht brüllt beim Schlafen, ist das alles zu machen. Das weiß man ja selber nicht, ob man brüllt beim Schlafen. Das kannst du jetzt meine Frau zu Kettung fragen. Sie hat das sicher schon gemerkt. Aber ich denke, undank ist der Welt ein Lohn, wenn du genug tun müsstest über die Öffentlichkeit und über die veröffentlichte Meinung einholen, dann wäre der Lohn auch recht bescheiden. Dann ist schon die Frage, wie lange tut man sich das noch an? Ja, die Frage die stellt man sich bei dir, das gebe ich gerne zu. Aber ich tue mich immer wieder, Entschuldigung, ich wechsle in Hochdeutsch. Ich weiß, dass zum Beispiel der Botschafter der Republik Française unter uns ist, noch nicht speziell begrüßt, Monsieur l'Ambassadeur. Man macht diese Überlegung nicht. Ich glaube, es ist unschicklich, diese Überlegung überhaupt zu machen. Man ist enorm privilegiert, wenn man an einer solchen Stelle seinen Beitrag leisten kann zu einer Gesellschaft, die intakt ist. Eine Gesellschaft, die eine Perspektive hat, um das Wort noch einmal zu gebrauchen. Das ist ein Privileg. Und dafür arbeitet man und man, das habe ich gut gelernt, man darf nicht erwarten, dass man über die Medien alles und jedes gelobt wird. Das ist auch nicht die Idee. Ich sage immer wieder, ich nehme diese Kritik, wann immer sie kommt und wo immer sie kommt, solange wir beschäftigt sind, solange es uns gelingt, dieses Land auf Kurs zu halten und wir werden enorm benieden, solange kann man mich kritisieren. Ich habe übrigens vor 2 Tagen gesagt, wenn ich dann genug habe hier von der Kritik, dann mache ich wieder einmal einen Auslandsbesuch. Und dann bin ich schon in der Nachbarschaft der gefeierte Held, weil es uns eben besser geht als hier. Alles, wenn wir wissen, was du leistest. Ich hatte die Chance, ein bisschen näher zu sehen, wie es bei dir ungefähr so abläuft. Und ich bin sehr beeindruckt, dass du das jeden Tag leistest. Und das ist selbstverständlich wie das Nünitram, das jeden Tag von Waben an den Wankdorf-Bahnhof fährt. Das wird auch nicht darüber berichtet in den Medien, weil das ist nicht interessant, dass diese Mechanik, die kennen wir. Ein Tag wie heute ist vielleicht die Gelegenheit, das wieder mal zur Kenntnis nehmen. Und das danken wir dir alle. Die Stadt dankt dir das natürlich auch, dass du sie derart prominent ins Scheinwerferlicht stellst mit deiner Wahl zum Bundespräsidenten. Und sie wollen dich natürlich nicht einfach so ziehen lassen. Deshalb ist Stadtpräsident Thomas Rubender bereit, er hat noch die halbe Bevölkerung bei sich, um dir ein Geschenk zu überreichen. Ich bitte die Delegation auf die Bühne. Thank you.
Die halbe Bevölkerung ist auch in der Stadt Langenthal weiblich. Und deshalb sind zwei junge Damen hier. Das kommt auch so wie vor. Ist das für euch? Ja, und das freut mich natürlich. Ich bin hier Bundespräsident. Und ja, also, es ist etwas, was ich noch nicht gerne sehe, aber schon verständlich. Das ist schon sehr nett, habt ihr das gesagt, aber Bundespräsident. Was spielt Politik in eurem Alltag eine Rolle? Interessiert ihr euch davon? Bei mir ist es jetzt so, ich mache eine Lehre und wir haben jetzt im Allgemeingut in der Unterricht das Thema Politik gehabt. Und vorher hat es nicht wirklich, ich habe mich nicht mit dem beschäftigt, aber jetzt mit der Schule habe ich wirklich angefangen, für das zu informieren und interessieren. Es ist natürlich so, man beschäftigt sich nur mit den Themen, die in den sozialen Netzwerken oder im Fernsehen gehandelt werden. Also ein Kanal, den man durchaus muss ernst nehmen, auch als Bundespräsident, denke ich, was wäre so ein Wunsch von einer langen Tag in das Gastgeber an Bundespräsident? Ja, also natürlich, dass ihr das Erfolgungspräsidialjahr gearbeitet habt. Ja, ganz so schnell geht es nicht. Ganz so schnell geht es nicht. Ich kann also wieder mal die Frage stellen, was schenkt man überhaupt einem Bundespräsident? Das ist nämlich gar nicht so eine einfache Frage. Man hat ja wenigstens schon das, was er täglich braucht. Wir haben jetzt viele Überlegungen gemacht. Ja, wir haben geschaut, was Bundesräte bekommen, zum Beispiel das GA oder das SPD. Das würde wir ihnen aber natürlich nie schenken. Warum? Weil die Spätzüge von Bern nach Langenthal sind immer noch gestrichen von Herrn Meier, weil er da ist. Wir haben eine Chance, dass wir einen Bundespräsident nicht mehr mit dem Auto fahren müssen. Wir können ihm nach wie vor kein GA schenken, das geht nicht darum. Was er sicher brauchen kann, das können wir ihm nach weniger gut schenken, ist Zeit, eine dicke Haut, Geduld. Aber wir können mindestens mit ihm nachfühlen und das können wir versichern, Hannes. Wir sind begeistert, wir werden dir freuen, Motivation, Anerkennung, Dankbarkeit und die Bevölkerung von Hannenthal wird das die besten Kräfte machen. Es soll sicher etwas exklusiv sein, etwas mit Bezug auf deine Stadt, etwas Bleibendes von uns allen. Natürlich kann man sagen, wir haben einen Werkplatz, der viel hervorbringt. Ich denke beispielsweise an einen Reichflugzeugsitz oder einen Landfeld-Textiles, der in Bundesratscheck eingebaut werden kann. Ich denke natürlich auch an eine Ammerbaumaschine, für besonders harte Brocken zu bearbeiten. Ich danke manchmal Operators hier in Mittau, die bestens geeignet sind, um so für politische Geschäfte voranzutreiben. Ich denke an Langenthal-Whisky oder Haselbier, für die zur Erholung am harten Arbeitstag. Ja, es gibt viele Sachen. Wir sind aber immer noch nicht ganz dort. Wir haben noch nicht das passende Geschenk. Wir haben es auch noch nicht. Frage wäre für etwas Kulturelles, Literatur mit Pedro Lenz, über eine Mundartgeschichte, wenn ich viel schon in die Richtung gehört habe, der Rap-Auftritt mit dem Knäppelbull, denke ich, wäre auch nicht schlecht, oder das Konzert von Heinz Heuger, auch ein Ehrenbürger von Langenthal übrigens, Komponist, Oboist. Oder vielleicht aus der Sparte-Malerei, das kommt vielleicht dann hier in den Bildern schon ein bisschen näher. Ja, was ist einfach mit diesem Buch? Kann man roten. Es gibt ja bekannte Oberaargauer Maler, das ist beispielsweise Fred Baume, Martin Siebelmüller, Jakob Weber, wo wir noch so in der Schule sind, ich glaube auch. An Max Harry, oder natürlich haben wir weiter zurückgedacht, an Bruno Amiet oder an Ferdinand Holder. Aber falsch rot, das ist auch nicht das Bild davon. Aber Stichwort. Holder ist Stichwort, meine Damen und Herren. 1995. Ganz genau vor 20 Jahren ist Langenthal im Parlament ein Postulant eingereicht worden, ein Postulant von Enrico Casanovas. Und das hat den folgenden Inhalt gehabt: die Bezeichnung von Plätzen und Straßen kann ein Mittel sein, um wichtige Zeitgenossen zu ehren, aber auch um deren Ruhm mit der Gemeinde zu verbinden. Aus dem Anlass hat man im Jahr 1995 vor der alten Mühle den Ferdinand-Holder-Platz gebildet. Und auch heute, meine Damen und Herren, auch heute gibt es einen weiteren Platz in der Stadt, wo der Name wird haben, nach einem wichtigen Zeitgenossen, nämlich der Platz vor dem Kaufhäuschen. Ihr habt
die meisten von euch können erkennen. Wir haben einen Marktplatz, sind viele Veranstaltungen dort hier, so ein Kino beispielsweise, oder Bundespräsidenten feiern für die Öffentlichkeit. Und der Gemeinderat hat durch Beschluss mit einer schönen Tafel, und jetzt können wir das Kunstwerk hier enthüllen, mit einer schönen Tafel werden wir den Platz anschreiben als Bundesrat Johann M. Schneider am Anfang. Das soll ein Geschenk sein von unserer Stadt Langenthal, für die Bevölkerung. Wir machen uns selber auch gerade ein Geschenk. Wir werden morgen die Tafeln montieren im Altmüsi. Und ich freue mich, wenn ich vielleicht hier auf der Gelegenheit einmal treffen kann, auch auf dem Bundestag lang, hier am Anfang. Danke. Gefühle, wenn man verewigt wird, und das zu Lebzeiten. Und jetzt wachse ich sagen, ich mache dann jeweils meine Stadtspaziergänge eine Runde reiten. Nein, ich freue mich sehr und ich bedanke mich herzlich. Es ist mir eine ganz große Ehre. Liebe Gemeinde, liebe Stadt, herzlichen Dank. Und dann habe ich vorhin ein Dankeschön verpasst, dass ich mich nachholen dürfte. Ich habe heute Mittag im Stadttheater gesagt, Peter Margal und ich hätten studieren sollen. Er ist Reporter geworden, Journalist geworden, Moderator geworden, hat eine ganz super Karriere hinter sich. Ich habe ihn dann ganz schön angefragt, ob er auch mich coachen würde einen Nachmittag lang für den Fall, dass nur der Donner zu zögern angenommen. Ich bin ihm sehr dankbar, er hat das super gut gemacht und der letzte Applaus, den ich initiieren kann, der gehört einerseits der Gemeinde und andererseits Peter Margal. Und Sie können sich vorstellen, dass das eine Riesenarbeit war, monatelange Planung, bis alles so geklappt hat wie heute Abend. Und es waren zwei Teams, eines unter der Führung von Annemarie Hofer des Kantons und eines unter der Führung des Stadtschreibers Daniel Steiner in Langenthal. Und diese beiden Teams mit unzähligen Dutzenden von Helfern, inklusive den guten Geistern, die uns so wunderbar serviert haben, Ihnen danken wir noch mit einem kräftigen Applaus diese Arbeit. Danke schön. Der Young Soloist spielen nun noch Christmas Tune zum Abschied. Ihnen allen eine wunderbare Festzeit und danke, dass Sie bei uns waren. Ja, gut. Danke. Ja,